Ja, servus, meine Liebe. Wir sind im Schwanz der Schlange angekommen. Auf dem Berg der Erniedrigung bei Let's Play Tribal Hunter. Meine Frau hat mich gerade informiert, dass in den letzten Folgen, das ist mir gar nicht aufgefallen, Stottereinlagen in meiner Kommentarspur drin sind. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe jetzt mal bei OBS einen anderen Audio-Codec eingestellt. Ich hoffe, dass es damit irgendwas zusammengehangen hat. Ansonsten, oh, nice! Wisst ihr, was ich die Geld ausgeben? Also nicht nur durchs Fliegen, aber 25.000. Mensch, ich habe deinen Ruf gehört. Dieser Ort. Na, wir nähern uns dem Gipfel. Die Schlangenhöhle ist eine der letzten Hindernisse nach oben. Oh, oh, wir sind anscheinend bald zumindest hier durch. Lass uns fliegen, bevor wir fertig... Wo bin ich eigentlich jetzt gerade? Das war überhaupt nicht nervig. Ja, ich möchte hier hinreisen. Es kostet nur... Scheißegal, das ist super. Es kostet jedes Mal 10 Euro. Selbst wenn ich von Neuseeland aus hierher reisen würde, würde das jedes Mal 10 Euro kosten. Ist doch geil. Oh, du bist schon wieder hier, cool. Hey, Munch, ich habe gehört, dass du es mit einer gigantischen Bienenkönigin aufgenommen hast. Nein. Habe ich nicht. Okay, also irgendwas ist hier schiefgelaufen. Hoffentlich wurdest du nicht so oft gestochen. Oh, doch, doch. Also zumindest nicht von ihr. Weil ich bin der Stecher. Oder auch nicht. Wir haben zwei Kühe. Vielleicht hat er auch nur zwei. Ah, das, nee, das, hier ist auf jeden Fall Platz für mehr. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen was übersehen. Aber gut, wir haben ja auch die Bienenkönigin nicht gehabt. Du hast halt meine Kühe gerettet. Das schreit nach einer Belohnung. Das magst du doch nicht. Oh, cool. Ich habe bestimmt immer noch ein paar Kühe. Wenn du das nötige Kleingeld hast, kann ich die Milchproduktion dennoch etwas verbessern. Ja, okay, okay, okay. Was? Also das haben wir. Ausdauer heilige Kuh? Ja, klar. Hier. Moment. Ja. Okay, ausverkauft. Ich habe keine Ahnung, wie Ausdauer ausverkauft werden kann. Aber was soll's. Ja, das geht komplett die Tuto. Okay, zumindest eine weitere Kuh können wir noch finden. Und ich fürchte, die hätten wir schon vorher finden können, weil das wäre sonst... Also auch von der Reihenfolge. Gefleckte Kuh, heilige Kuh, das dazwischen gibt's noch nicht. Gut. So, wie wär's mal, wenn du hier Stoff gibst? Gott, im Kapitalismus bist du nichts, du Kuh. Wie lange die schon wieder zurück sein muss, aber nun gut. Jetzt hat sie mehr Ausdauer und du bist immer noch zufrieden. Oh, Moment. Was, jetzt habe ich noch nicht mehr genug Kohle, sauer. Oh, es geht weiter. Der eine Ring, was macht das? Erhöht Angriffsgeschwindigkeit dauerhaft um 15%. Ja, klar. Oh, und es piepst der magische Pilz in der Nähe. Ja, mal gucken, was ist das hier? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, klar. Warum sehe ich das jetzt erst? Was, wie teuer war das? Ich sollte mal auf die Preise gucken. Erhöht Heil- und Verdauungsrate dauerhaft um jeweils 30%. Ja, Geld kriegen wir ohne Ende. Also von daher, gut, das. Ich habe schon gedacht, mit meiner Kohle kann ich nichts mehr anfangen. Und habe mich schon ein bisschen... War schon gedacht, oh, das ist aber blöd hier, dass ich jetzt so viel Geld habe. Aber lass uns fliegen zurück. Dschungel, nee. 110. Gut, dass wir nicht alles ausgegeben haben. Ja, ich hätte jetzt keine Lust, dahin zurückzufliegen. Ich hätte vielleicht vorher auch mal gucken sollen. Aber ja, was soll's, was soll's. Dann geht's mal jetzt schön weiter auf dem Weg der Zufriedenheit. Ich kriege auf die Mütze und die Gegner. Dank. Moment, lass mich dich hauen. Ich bin jetzt schneller mit der Faust des Nordens. Ach du Scheiße, also unten geht's nicht weiter, glaube ich. Wir haben einen Piep. Muss ich das Ding auswählen? Das ist eine Fähigkeit. Lass mal kurz gucken. Nein, ich kann nur zwischen Eier und anderen Freuden. Oh, Tatsache, Scheiße, das muss ich auswählen, wa? Wie funktioniert das? Das muss ich so aus... Ja, das ist nicht so schön. Was bist du denn hier? Achso. Oh, geil! Ich hab mich gerettet! Ich hab mich gerettet! Ich weiß nicht, wie ich's gemacht habe, aber ich... Komm, du leck mich, du kleiner Leckfrosch. Igel. Okay, hier geht's weiter unten. Danke. Das ist fair. Aber wir müssen nie wieder hin zurück. Ich sehe so viel. Ich hab mich nicht gerettet! Ich hab mich gerettet! So.
Wenn ich sterbe, passiert das halt. Dann kann ich nichts dagegen tun. Ich ruhe mich doch jetzt nicht aus. Dam, dam, dam. So, dem hauen wir aufs Maul. Aha, ich weiß, du bist schnell wie ein Flitzefucker. Ja, in die Ecke mit dir, in die Ecke. What, what, what? So, oh, da dürfen wir nicht hochklettern. Wetten, das kommt nicht, das kommt zu mir, scheiße. Ja, weg. Na, da weiche ich doch aus, galant, wie ich bin. Bevor das Ding wiederkommt, das hier bitte nehmen. Baba. Ja, klar. Ich war gerade so pornös am Rumrödeln. Aber das bringt ja jetzt auch nichts. Ist das hier? Ja, hier ist eins. Okay, eine Plattform, die ich meine. Bumm. Lieber nur einmal bumsen. Sonst gibt's Kinder. Sehr schön, cool. Moment, 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 Moment. Nein, das ist was Falsches, das ist das Richtige. Trinken wir das hier? Ja, ich brauche überhaupt nicht lange, um rauszukriegen, um irgendwas zu mir zu nehmen. Das ist doch geil. Ja, es geht weg. Oh Gott. Oh oh. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann sie übel riechenden Schmerz zufügen. Hoppapa. Fark. Genau so muss es gehen. So, wir gehen mal weiter nach oben. Okay, okay, okay. Oh, scheiße. Piu, piu, piu. Fark. Farko, Fark. So, das war Ziel, Schorschmel. Oh, es muss das Ding doch zerrissen haben. Jetzt haben wir nicht mehr viel Gelegenheit, hier runter zu rödeln. Was ich... Okay, du wirst mir nicht in den Anus fliegen. Hoffe ich. Das haben wir schon hinter uns. Oh, oh. Haha! Schieß! Achso. Ja, das war voll okay. Das nehmen wir mit. Und hier ist... Hier ist, haben wir ja doch bestimmt einen Rücksitz. Nein, hier haben wir scheiß Wetter. Okay. Bitte lass hier... Bitte lass hier doch ein Speicherpunkt sein, mein Freund. Nein, haben wir ja nicht. Okay, das nehmen wir mit. Haha! Mehr Kohle und Zaster für mich. Ich brauche doch auch kein Radar. Hoffe ich zumindest. Moment, das lohnt sich nicht, das zu tun. Interessant. Also ich hätte ja irgendwelche Stacheln oder sowas hingebaut, aber nein. Nein. So, für mich oder für euch nicht. Wo bin ich jetzt? Da kommen wir her. Okay. Das riecht hier so nach Boss-Time. Ich hoffe nicht, dass es Boss-Time ist, weil... Oh. Du bist bald da. Die Burg wartet. Wohin deine Bestimmung dich führt. Bestimmung hier, Bestimmung da. Könntest du bitte etwas spezifischer werden? Wenn die Zeit reif ist, wirst du verstehen. Mach einfach weiter. Details wären fantastisch. Denk daran, das Ende ist nicht immer das, was man sich darunter vorstellt. Hier ist die Statue tatsächlich noch ganz. Interessant. Oh, hier blüht der Kirschbaum in voller Blüte, auch wenn er winzig ist. Immer noch? Okay. Hm, interessant, dass man dafür einen so großen Raum, in Anführungszeichen Raum, reservierte. Außenposten der Burg. Wir stürmen eine Burg. So, Checkpoint ist mein. Jetzt kann ich zurückkehren und gucken, ob ich da runterfallen kann. Ja, es tut mir von Herzen leid, dass ihr das... Nein, es tut mir überhaupt nicht leid, es ist gelogen. Ich lüge euch immer an. Und manchmal aber unabsichtlich. Sind unabsichtliche Lügen eine Lüge? Wenn ihr sagt, ja, ich mach das, aber... Dann komme ich nicht dazu, weil es Gründe dafür gibt, dazu nicht zu kommen, weil die nicht in meiner Macht liegen, weil, keine Ahnung, der Blitz in meine Kloschüssel eingeschlagen hat. Moment, ich kann saugen. Ich bin schlau, ich weiß das noch. Genau, hier können die mal... Danke. Runterrödeln, um zu gucken, ob sich hier was Rödelmäßiges in der Seitenwand befinden tut. Nein, dann nicht. Dann gibt es noch theoretisch die Möglichkeit, dass hier am ulbesten Ende was ist. Okay, dann halt nicht. Dann werde ich mich mal eben sterben. Ja, komm, ich lass mich sterben. Oh Gott, im Himmel. Warum gibt es hier keinen Abgrund? Wenn ich mal einen Abgrund brauche, ist keiner da. Ihr dreckigen Luder. So, wir sehen uns an der anderen Seite wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich spiele wieder voll. Oh, oh, oh. Das schaut gar nicht gut aus.
Was machen die Kerle da oben? Ich meine, vor mir. Hör auf, dich selbst zum Affen zu machen. Das Kopfgeld ist so gut wie meins. Du wirst gar nicht die Chance dazu haben, nachdem ich die Eidechse in 1000 Stücke gesprengt habe. Ich werde den Fetzen von ihm zu Darkwed schicken. Das bringt nichts. Munchs Seele erhält einen neuen Körper, wenn er zerstört wird. Ihn zu fangen wäre sinnvoller. Bist du für oder gegen mich? Budget Cloud Strife. Wer hat dich gefragt, du maskierter Fuzzi? Lord Darkwed hat uns beauftragt, seine Seele in einer Flasche einzufangen. Wir sind nicht blöd. Unsere Chancen könnten sich verbessern, wenn wir zusammenarbeiten würden, anstatt uns ständig zu streiten. Ich habe nicht vor, meinen Lohn mit irgendjemandem zu teilen. Nein, danke. Kopfgeldjäger, Darkwed ist doch wohl nicht so fähig, wie ich dachte. Sag mal, Gary. Hast du auch den Erfahrungsbericht durchgelesen? Oder wie schaut der nochmal aus, genau? Muss ich das schon wieder erklären? Er ist ein Reptil mit überraschend vielen Haaren, trägt eine lächerliche Kapuze und... Hey, meine Kapuze schaut 100-mal besser aus als deine, du Stusser! Ich mag die deutsche Übersetzung gerade sehr! Das ist Munch, alle auf ihn! Au! Fark, ich glaube, irgendwas ist gerade zerrissen worden. Haha, nicht mit mir, Luder! Oh, scheinbar habe ich einen vergessen. Du bist so gut wie erledigt, Hörnchen. Moment. Warum sollte ich? Wolltest du mich nicht für einen Moment an Darkwed übergeben? Nach meinem Verständnis hast du auf der Insel Chaos verursacht. Es ist nur natürlich, einen Verbrecher zu verfolgen, besonders wenn eine Belohnung angeboten wird. Willst du sagen, dass ich falsch liege? Darkwed bringt die Insel ein und... dringt in die Insel ein, dieser Ficker, und beraubt die Dorfbewohner ihrer Ressourcen. Es ist eigentlich genau andersherum. Hm, meinetwegen. Die ganze Situation war mir schon suspekt. Gut. Also, lässt du mich ohne weiteren Tamtam durch? Keine Sorge, ich mach keinen Ärger mehr. Es gibt genug andere Schätze zu stehlen. Geh nur weiter, Kleiner. Alles klar. Ah, ich habe wieder volle Lebenskraft. Wer bist du eigentlich? Hallo, Munch. Kopfgeldjäger? Ich kam mit einem Boot zu der Insel und hörte von einer Menge Beute zum Ergattern. Doch der Großteil des Flachlands wurde schon von den Schweinen leer gepflückt. Also bin ich den Berg hoch. Ohne Schlüssel und so, weil ich gut bin. Nach der langen Wanderung wurde ich von Darkwed angesprochen und er bot mir Schutz in seiner Burg an. Kurz darauf bat er mich, dich zu finden und zu erledigen. Ich war mir sicher, dass du für den Zustand am Fuß des Berges verantwortlich bist. Dass du für den... Nein, ich bin Freundschaftsversprecher. Scheinbar wurde ich reingelegt. Die Burg. Lord Darkreds Burg ist gleich da oben. Der Wachturm ist das erste Bauwerk kurz vor der Brücke. Sei leise, dort gucken überall seine treuen Untertanen herum. Sei vorbereitet, denn du wirst nicht viele Möglichkeiten zum Rasten finden. Danke, die werden mich schon nicht überrumpeln. Oh doch, bye. Ja, gucken wir mal. Jetzt stürmen wir die Burg. Oh, Huck. Wie viele Pilze fehlen uns? Oh, drei. Ja. Ist dann halt so. Mal gucken. Aber ich wette, die Burg ist ein anderer Ort. So sieht man sich wieder. Du hast es wirklich bis hierher geschafft. Wenn du herausgestackt auf deiner Reise geworden bist, gleich hier und jetzt. Du legst dir einen Stein nach dem anderen in den Weg. Kann sein. Du wirst es mir aber später noch danken. Das ist unser letzter Showdown. Zeig mir, was der Hüter der Insel auf dem Kasten hat. Fall, neuter Enemy Time. Ich könnte nochmal zurückgehen zu dem anderen Hansel. What? Ich hab Schaden im Gesäß. Fark. Ist das jetzt auch mehr? Danke. Aha, du kannst mir alles. What? Okay. Was mache ich dagegen? Fark. Nein, nein, nein. Das geht in die andere Richtung wieder zurück? Ja, sag ich doch. Und jetzt gibt's Haue. Ich sagte, jetzt gibt's Haue. Ich hoffe, das gibt jedes Mal Heilung. Ja, glaube ich schon. Ja, ich mache einfach... Oh, ich muss wohl noch einen Zahn zulegen. Nein, musst du nicht. Oh Gott, jetzt wird der ultra fett. Und los. Ah, ich heile mit... Danke. Ah, fuck. Oh, oh, nein.
Es wird mir langsam etwas viel hier. Warum stehst du jetzt genau da, du Sack? Ja, das gefällt mir. Fuck. Falsche Richtung, du Sau, du Lump. Auch wenn ich Milch essen musste. Sehr, sehr gut. Habe ich dich nun überzeugt? Warum, was? Du hörst den Alten, die dir schon zeigen, wo es lang geht. Lass mich dir aber noch eines zeigen. Manchmal kannst du deine eigene Magie kopieren, wenn du sie im perfekten Augenblick benutzt. Mit diesem Wissen im Hinterkopf kannst du hin und wieder zwei Projektile auf einmal abfeuern. Möge das zu deinen Gunsten für die bevorstehenden Prüfungen wirken. Fähigkeit erlernt, Spiegelmagie. Manchmal feuerst du zwei Projektile gleichzeitig ab. Okay. Gilt das auch für Eier oder nur für Feuerbälle? Danke für all die Hilfe. Ich weiß das zu schätzen. Ah, du machst mich noch ganz verlegen. Was hast du jetzt vor? Ich würde jetzt gerne helfen, aber das würde gegen meinen Vertrag verstoßen. Die etwas antun... Achso, Dark Dread. Wäre nicht in meinem besten Interesse. Das überlasse ich lieber dir. Viel Glück, Munch. Yay! Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit meinen Fähigkeiten? Kann ich jetzt... Ich habe das Gefühl, ich werde in diesem Leben noch ganz viel farmen müssen. Okay, hier ist nicht viel mehr dazu gekommen. Ja, also, das sind, glaube ich, die Basistalente, die nochmal ein Upgrade bekommen haben, dass ich investieren kann, weil der Rest ist so meh, meh, da ist das Normale drin. Kritische Trefferchance um... Will ich das? Ich glaube, ich sollte eher vorher nochmal in mich gehen, um rauszufinden, ob ich das will, was denn da so ist. So, da ist der Turm nach oben, aber bevor wir den Turm nach oben gehen, testen wir nochmal. Hier geht's ja auch noch weiter. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie man... Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier gab es wieder einen kleinen Buckler gerade. Da muss ich mal austesten, ob das... Ja, bist du irgendwann zufrieden? Danke. Der schießt gerne zweimal, habe ich das Gefühl. Danke, eine Kombo ist zu viel des Guten hier, scheinbar. Nochmal ein? Oder ist hier der Dings, der Bums? Oh Gott, was bist du denn? Nein, nicht mit mir. Aua, doch, mit mir. Ritter ohne Trug und Fadel. Scheiße, was ist hier los? Ich habe das Gefühl, zu wenig Schaden zu machen. Oh Gott, ich fühle mich so schlapp. Ich habe das Gefühl, ich musste grinden, Deluxe. Danke. Wow. Aber wenigstens kriege ich... Ja. Ah, die halten auch unendlich viel aus. Geil. Geil. Ja, komm runter, du Sau. Was? Ich wünschte, ich könnte Geld ausgeben, um Erfahrungspunkte zu kaufen. Das, danke. Fark. Oh, das wird jetzt lustig. Oh, nicht schon wieder. Kleinzeug. Natürlich. Was ist manchmal so? Oh Gott. Ja, dann sterbe ich halt. Dann gehe ich gleich den Turm nochmal hoch oben und guck mal nach. Okay, warum bin ich jetzt durch den Gegner durchgefallen, wenn ich normalerweise Bäume mache? Wollen würde? Okay, ich bin immer noch in den normalen Bergen. Achso, dann ist das ja anscheinend gar kein Aufstieg, sondern das ist schlicht und ergreifend einfach nur die Kampfarena. Okay, und ich habe gedacht, hier geht's nach oben, aber nein. Das war völliger Irrsinn hier. Okay, lass mich nochmal hier prüfen. Oh Gott, ich habe sowas von keine Lust, jetzt irgendwie noch ein paar Stunden zu grinden, damit ich hier weiterkomme. Gut. Den können wir nicht unterbrechen mit seiner Geilheit. Was war nochmal dieser Gürtel, den ich nur kriegen kann? Irgendwie mehr, deutlich mehr Dämpf. Achso, ich könnte hier Kalorien einatmen. Dann wäre es vielleicht auch gut, wenn ich einfach so viel, das ist auch Skill, dass ich mehrere Körperteile gleichzeitig einatmen kann. Gibt das, ich hoffe, das gibt Erfahrungspunkte. Auf jeden Fall kann ich hier ein bisschen draufholzen und mehr Adelholzner. Ja, okay. Okay, warten wir, bis sie einatmen wollen. Hoffe ich. Oh
Ja, fast Final Fantasy. What? Fast ein Final Fantasy Endboss, so viele Lebenspunkte der hat. Diamond Weapon. Oh, geil. Ja. Wäre cool, wenn ich den hätte noch einatmen können, oder? Aber wenigstens gibt es hier ordentlich Erfahrungspunkte, wenn ich das so sagen darf. Aber wenn du jetzt noch runterkommen würdest, wäre das Herz allerliebst. Ich brauche auf jeden Fall mehr Damage. Für die zumindest hier. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Okay, habe ich noch Munition für ein Ei? Jawohl! Okay. Es ist überhaupt nicht nervig hier. Aber ich kann zumindest genug draufholzen, um meine Heilung, also meine Lebenspunkte wieder voll zu halten. Scheiße. Ich krieg keine Kalorien rein, um deren schnell Herr zu werden. Ah, einer weniger, geil. Zwei weniger, noch geil. Zweimal geil. Die sind schon nervig. Schau. Yeah, what? Okay, Glitch. Ha! Jawoll! So, gib mir die Kalorie. Danke. So, bleib so, wie du bist. Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst. Sind wir immer tot? Danke dir. Oh, geil. Yay! Welcher Trottel packt den Öffner für sein Schlosstor auf die Seite, wo der Feind zuerst lang geht? Achso, stimmt. Achso, was soll's. Burghof. Ja, das ist... Ach komm. Wenn man... Du stehst strategisch ungünstig, ja. So, okay. Das sauge ich noch ein. Und hier oben? Ich dachte, ich hätte hier oben eine Plattform gesehen, aber nein, keine Plattform. Ich bin hier immer noch bei den Heiligen Bergen, okay. Ja, komm. Shit. Meine. Ja, genau das ist es, was wir machen wollen. Der fette Bauchbums. Okay. What? Ich hoffe, jetzt kann ich hier zumindest. Aha! Wo kommst du denn her? Sag mal, wo. Achso, das ist ein Boss, Mini-Boss-Event oder sowas. Schön, dass ihr. Danke. Danke, dass ich wieder durchfalle hier. Okay, gibt's denn. Oh Gott, es gibt noch mehr. Buff, 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 hier. Ich hab's ja. Noch mehr oder war's das jetzt? 2000 Erfahrungspunkte fast hier. Ja, da kann man durchaus so ein paar Punkte noch irgendwo reinstecken. Ja, also mal gucken, wie weit ich da komme. Ich meine, Lord Darkdread war durchaus ein übler Bursche, wenn ich das so sagen darf. World. Schweinevorraum. Halt! Ah, der erste Wächter der Burg. Ich bin Lord Darkdread, stolzer Kobolddiener. Ich habe die Mission, ihm hier in diesem Schloss zu dienen. Ich bin tatsächlich hier, um ihn zu verprügeln. Weißt du zufällig, wo er ist? Was du, Meister? Nichts an. Es ist ja nett, wenn man ihn richtig kennenlernt. Er hat mich eingestellt, es gibt mir Nahrung und eine Bleibe. Außerdem macht seine Mom die besten Plätzchen. Meister, teilt sie manchmal mit uns. Entschuldige, aber ich kann seine bösen Taten als Hüter dieser Insel nicht hinnehmen. Ich muss mich um ihn kümmern. Für das Dorf. Bitte, könnt ihr nicht zuerst versuchen, darüber zu reden? Er ist wirklich sehr freundlich. Er hat mir große Barmherzigkeit bewiesen. Er ist ein Riesensoftie. Ich hab's schon versucht. Ich hab's ihm angeboten und er hat mich fertig gemacht. Also, wenn das so ist, dann musst du zuerst mit mir vorbei. Okay. Eigentlich will ich das nicht. Hey, warte. Eigentlich will ich das. Bam, 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 hier, rechts, links, Schweinebacke. Ja. Na los, ich habe keine Angst. Eat Leaf. Soll ich ihn essen? Nein, wir verlassen. Hey, warte. Moment, muss erstmal den Typen hier verprügeln. Damn, so. Ich möchte ihn nicht essen, wenn das der.
Nein, 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 nein. Ich bin ein warmherziger Arsch. So, komm mal her. Da. Ja, la, 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 Fallen Deluxe. Ja, das macht Spaß. Hier sieht man sogar. Ist das jetzt hier ein neues? Oh, hier gibt's sogar keine Pilze. Ja, ich habe da wohl welche übersehen. What? Muss ich das schieben? Warum muss ich das... Okay. Oh. Oh. Kann man mal machen, ne? Wow. So. Schnell durch. Ach so, das dauert einfach nur länger, bis man es kaputt hat. Das kann ich wahrscheinlich auch so rum wegmachen, oder? Ja, okay, 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 okay. Könntest du mal... Oh, Doppelei. Die Kraft der zwei Dotter. Aha. Ich kriege eh wieder Nahrung, wenn ich das kaputt gemacht habe. Also ist alles gut. Hoffe ich. Wenn ich das kaputt kriege. Danke. Danke. Das Zunehmen hat mich gefiekert. Ich mag es nicht, wenn mich was fiekert. Was wenn... Achso, ja, stimmt. Ich brauche noch Geld für den Gürtel. Ach, wenn er jetzt nicht mehr passt. Aber was nicht passt, wird... Danke. Passend gemacht. Ich kann Laser zerhauen. Wie geil bin ich denn? Was? Das sind fliegende Schweine. Die Hölle ist zugefroren. Oder was war noch mal? He swined me. Danke. Oh, was für ein Spießrouter. Danke. Warum springe ich manchmal durch die Feinde durch? Haha. Schnell den Weg aufmachen. Schnell das Geld... Danke. Das ist, ja, falsche Richtung. Ja, das habe ich gesehen. Also, ne, habe ich nicht gesehen. Das wollte ich damit... Fark. Mein Gott! Treff das Schwein! Oh! Ja, komm. Jawohl, Skill, die Erfahrung... Erfahrungspunkte habe ich mir mitgenommen. Ich krieg keinen... Ah, hier kriege ich wieder massive Lebenspunkte dazu, wenn ich drauf haue. Gut, mal sehen, ob ich noch zum nächsten Raum komme. Hier sehe ich jetzt gerade nichts. So. Oh, oh, ein Granater. Ha, 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 ha. Na, ihr habt mir bestimmt keinen Pfifferling hier mitgetraut. Oh, 128. Ah. So. Ohlala. Fark. Jawohl. Ah, ein Glück, dass mich die Explosion nicht... Das habe ich gesehen. Das ist noch eine Sau. Nein. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ah. Jawohl. Der Kinnhaken. Tiger Uppercut. Die Granate... Habe ich beinahe nicht gesehen. Da habe ich, glaube ich... Es ist so lästig, dass der Bauchbums die Projektile nicht kaputt macht. Auch wenn... es ein Sinn dahinter steckt, vielleicht? Keine Ahnung. Okay, okay. Rasten... ich mache noch bis zum nächsten Tod oder bis ich den nächsten Speicherpunkt habe. Also spiele ich das Spiel durch. Gucken wir mal, gell? So. Hang des Schmerzes. Ja, von wegen, Rasten ist nicht viel. Gut, wundervoll. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.